Hello, Ladies and Gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Mir ist nach einem neuen Run, und zwar mit Tainted Eve. Ich habe sie verwechselt mit Tainted Lilith, die ich nicht habe. Dann spielen wir halt Lilith normal und versuchen, Beast zu bekommen. Stimmt, wir hatten das, ach ja, ich erinnere mich, wir haben das Beast geschafft. Aber haben den Charakter nicht freigeschaltet. Dann ist das unsere Aufgabe für heute. Denn hinter ihr hängt... Oh, Dark Bum. Hinter ihr hängt nämlich ein Tainted-Charakter, mit dem ich dann gerne Mega-Satan schaffen wollen würde. Wenn das in Ordnung wäre. Also, ich denke mal, wenn das Ganze relativ zügig klappt. Also ich werde den Kampf gegen... Beast auch nicht nochmal machen. Es gibt keinen Grund dazu, denke ich. Leider können wir auch nichts anderes machen. Das heißt, ich versuche einfach nur, ihn freizuschalten. Es ist einmal etwas anderes, weil... Moment, ich muss hier gerade getroffen werden. Weil wir halt wirklich kein Ziel verfolgen, was in einem Ending resultiert, sondern weil wir einfach nur einen Charakter freischalten wollen. Aber glaubt mir, Tainted Lilith ist echt spannend. Finde ich ein super Charakter, macht mir echt Spaß zu spielen. Ihr werdet sehen, früher oder später. Ich erinnere mich daran, dass ich sagte, ja, ja, wir lassen ein Trinket liegen. Ich weiß, dass ich sie beim letzten Mal freischalten wollte und vergessen habe, ein Trinket liegen zu lassen. Ich erinnere mich. Ist jetzt halt so. Muss halt gemacht werden. Ob ich es jetzt oder später mache, spielt dabei keine Rolle. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so das Spannendste für euch, zugegebenermaßen. Aber... Deal with it. Doppelt Dark Bump zu haben, ist irgendwie gar nicht so sinnvoll. Macht gar keinen Sinn. Es würde auch tatsächlich gar nichts bringen, in den alternativen Pfad zu gehen, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben noch... Ja, selbst das würde nicht klappen. Ja, gut. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja zufällig noch das Missing Poster. Kann sein. Da könnten wir einen anderen Charakter freischalten. Das ich zuerst machen würde. Das ist der letzte Charakter, der uns auf der, ich sag mal, Frontside noch fehlt. Oje, oje. An sich eigentlich echt cool, dass wir im ersten Secret Room, ja geil, direkt einen Begleiter gefunden haben. Was weniger cool ist, dass der uns nicht hilft. Buchstäblich gar nicht. Naja. Ist jetzt halt so. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit übrigens, The Lost freizuschalten, die aber so ein bisschen auf Glück angewiesen ist, nämlich mit dem Faded Polaroid. Das hat nämlich eine 1 zu 3 Chance, einen Effekt von einem Foto. Ey, Proptosis hatten wir noch nicht. Ist ganz lustig, je näher wir dran sind, desto mehr Damage machen wir. Hat einen 1 zu 3 Effekt, einen... Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht gar nicht so klug mit ihr hier. Ein Foto zu kopieren. Und zwar das Negativ, das Polaroid oder eben das Missing Poster. Also es könnte klappen. Wenn man es mal findet, ne? Proptosis an sich eher ein gutes Item. Hier nicht so. Tatsächlich gar nicht mal so. Denn ich kann mich nicht so positionieren, wie es sinnvoll wäre. Es geht schon, aber gerade nicht so sehr. Seht ihr hier zum Beispiel. Dafür wieder gut. Speed up. Und jetzt seht ihr, warum ich sagte, zweimal sind nicht gut. Jetzt haben die nämlich beide einen, also der hat ein ganzes genommen, der andere ein halbes. Hä? Oh. Ja, stimmt, da war ja was. Weißt du, andersrum. Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht. Es wäre schön, wenn wir noch eine Bombe finden könnten. Und ich brauche eh ein Trinket, also macht es auch Sinn, weiter zu schauen. Da oben waren wir, genau. Ja, ich brauche irgendein Trinket,
dass ich hier liegen lassen kann, damit wir den Red Key kriegen. Oder nicht Red Key, sondern Cracked Key ist es ja dann korrekterweise, glaube ich. Und damit können wir oben reingehen. Wie gesagt, Proptosis mag ich tatsächlich ziemlich gerne. Ein echt cooles Item. Aber nur, wenn ich selber wirklich zielen kann damit. Und hier ist es halt ein bisschen schwierig. Und ihr seht, das Ganze fällt recht zügig ab. Mit dem Birthright-Effekt von Lilith vielleicht wieder ganz gut. Wer weiß. Hier ist gar nichts. Weder eine Bombe, noch ein Trinket. Schade, schade. Wir hätten zwei Schlüssel. Ja, wir sollten das machen. Auch wenn es nichts bringt. Da haben wir auf jeden Fall eine Bombe. Ich hoffe mal, dass es was bringt und nicht goldene Kisten. Ja. Obvious, ne? Musste passieren. Das dachte ich mir. Die Chance war verschwindend gering, dass das passiert, was gerade passiert ist. Und sie ist trotzdem eingetroffen. Weißt du, einfach aus Trotz hole ich das jetzt. Auch wenn ich es bereuen werde und sage, in der nächsten Ebene fehlt mir ein Schlüssel, um in den Item Room zu kommen. Merkt euch meine Worte. Never mind. Ich habe Schlüssel en masse. Es macht sogar jetzt Sinn, in den Shop zu gehen, wenn ich so drüber nachdenke. Wir könnten die Donation Machine sprengen. BFF. Weißt du, es ist halt ein so gutes Item. Und es ist echt schade, dass ich es hier nicht brauche in dem Run. Aber es ist Quatsch, mit ihr nicht BFF mitzunehmen. Ich müsste wirklich mal wieder donaten gehen. Wir haben noch mehr als genug. Aber, weißt du, warum soll ich es leer laufen lassen? Irgendwann brauche ich noch und habe ich nichts. Diese beiden Items, also BFF zu haben, ist schon, ich will nicht sagen ein Run-Winner, aber schon sehr nah dran. Man könnte, ja, wobei das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr, überlegen, den Boss-Rush zu machen, wollte ich sagen. Kommt drauf an, wie weit wir kommen. Mit Dark Bum natürlich immer so eine Sache, denn der lässt sich ja gerne Zeit beim Einsammeln. Aber ihr seht schon hier, ist schon nicht schlecht. Ich brauche aber ein Trinket. Aber das werde ich bestimmt irgendwann mal kriegen, ne? Das könntet ihr mir ja nicht verwehren, oder? Seid mal ehrlich. Ihr werdet mir nicht alle wegnehmen, oder? Ich hatte tatsächlich schon Runs, wo es genau so war. Ich hatte Runs, wo ich kein einziges Trinket gedroppt habe. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Schade. Wäre ich gerne dran gekommen. Naja. Ja, okay. Mit ein bisschen Fuck. Richtig, mit ein bisschen Fuck könnte man Spaß haben. Könnte ich es zum Boss Rush schaffen, aber schwierig. Das ist wieder, weißt du, da habe ich halt keinen Einfluss drauf. Ja doch, natürlich habe ich Einfluss drauf. Wenn ich jetzt einfach immer weiter vorlaufe, habe ich auf jeden Fall ziemlich großen Einfluss da drauf, aber... Close Combat Familiar. Wird natürlich gedupt, daher nicht so schlecht. In den Shop könnten wir auch nochmal schnell gehen. Auch super hilfreich. Buddy in the Box. Super hilfreich. Nein. Ich würde ja lachen irgendwo, ne? Wenn ich nicht ein Dings kriegen würde. Ein... Na komm. Ah,
Ein Trinket, das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Okay. Da ist ein Trinket. Ich habe es eingesammelt, damit ich es hier liegen lassen kann. Okay. Ich gehe auch gar nicht weiter runter, das bringt eh nichts. Vielleicht schaffen wir es, den Boss Rush mitzunehmen. Dafür sind die Items, die wir bisher haben, schon recht gut. Zeitig passt das eigentlich auch. Gucken wir mal, was wir sonst noch so finden. Och, super. Mhm. Ah ja, gut. That's on me, man. Der auch. Ja, das wird noch häufiger passieren. Don't worry, guys. Okay, Knockout Drops. Ja, kann gut sein, kann schlecht sein. Na komm, beeil dich. Nichts? Dann nicht. Platsch. Ja, Proptosis, I know. Ich muss das mitholen. Ich habe Angst, dass ich sonst für die nächste Ebene keinen Schlüssel finde. Es gibt natürlich auch ein paar Bosse oder Gegner, wo das super hilfreich jetzt ist, ne? Nicht viele, aber es gibt sie. So, ihr kümmert euch um den noch. Gut. Alright. Ja. Ja. Soul Hearts oder Tears Up. Dann hole ich mir lieber die Tears Up und direkt die fertigen Dinger hier. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Bombe in Depth 2. Damit wir uns den... Ja, hier werde ich getroffen. Ja. Weil ich mir nicht merken kann, wie diese Fliegen explodieren. Es ist lustig. Es ist wirklich lustig manchmal. Zu wissen, in was für einem Raum man zu 100% getroffen wird. Es ist traurig und lustig zugleich. Ja. Okay. Ja, solange wir ein regelmäßiges Einkommen haben, was unsere Hearts angeht, bin ich aber zufrieden. Das ist wieder so eine Scheiße, weißt du? Ich kann nicht näher ran, direkt, weil meine Tränen, wie ihr seht, nach unten gesogen werden. Ich meine seine auch, aber... Naja. Nimm, nimm. Really. Unlucky. Ich glaube zum Boss, ne? Da muss ich leider wieder umkehren. Denn ich möchte das Item gerne haben. Wahrscheinlich laufe ich zum Boss. Nicht unbedingt. Aber ich denke, das sehen wir in der nächsten. Ja, seht ihr? Schade, schade. Na gut, nehmen wir den trotzdem erstmal mit. Auch natürlich ein bisschen schade, dass wir keine Batterie haben. Wobei die beim Boss Rush nicht ganz so wild ist, denn der lädt sich ja anders auf. Plazenta. Dann kannst du einmal das mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid... Nein. Ach, ihr wollt nicht. Ihr wollt einfach nicht. Na gut. Tatsächlich wäre mir sogar Geld lieber jetzt gewesen. Who would have guessed? Ja, ich meine, uns fehlen jetzt halt Batterie-Items. Ne? Die wären halt noch ziemlich hilfreich gewesen für den Boss Rush. Aber wie gesagt, muss nicht sein.
Ist halt schade, dass ich jetzt wieder den falschen bzw. richtigen Weg gelaufen bin. Wie man es halt nimmt. Falsch oder richtig. Auslegungssache. Okay, immerhin. Ja. Dafür, das war es absolut nicht wert. Attract Coins to Isaac. Okay. Es wäre ja schön, wenn wir wenigstens ein Ziel erreichen könnten. Wir hatten doch den Boss Rush nicht. Nee, haben wir definitiv nicht. Gut. Herzen, würde ich sagen, haben wir noch genug. Aber ich weiß ja nicht, wie verschwenderisch ich noch damit umgehen werde. Wow. Ja, leider ist der Angel Room nicht offen geblieben, sonst hätten wir uns noch ein Soul Heart holen können. Und wir haben 6 Minuten Zeit, um den Item Room zu finden. Die Fool Card. Und, okay, da ist... Ach. Den Boss. Gut. Ein Drittel geschafft. Nee. Danke. Ein Drittel geschafft. Ist okay tatsächlich in dem Fall. Wenn ich mir dadurch Zeit sparen kann. Okay, 2 Drittel. Das lief eigentlich ziemlich gut. Ja, es ist ein Item, welches es gibt. Leider keinen Schlüssel gerade jetzt, aber Moment. Unlucky. Das hätte ich mir tatsächlich noch gerne angesehen. Naja. Mit ein bisschen Glück finden wir noch einen. Jetzt würde ich noch umkehren. Jetzt würde ich definitiv umkehren. Diese Gegner sind so scheiße. Ich sollte das wirklich mal mit Cam spielen. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich mit dem Kopf schüttel. Und ich mich über mich selber ärgere. Okay, einmal noch. Gut. Ja, das schaffen wir jetzt noch. Einmal schnell zurückzulaufen. Das kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Wenn ich mehr Zeit hätte und jetzt nicht auf den Boss Rush gehen würde. Da ist eine Batterie. Ja. Wenn ich nicht zum Boss Rush gehen würde, hätte ich jetzt mein Geld auch noch donated, die verbleibenden 20. Aber... Nee, nicht riskieren. Lieber nicht. Sonst ist das die Zeit am Ende, die mir fehlt. Und der Run ist ja danach noch nicht vorbei nach dem Boss Rush. Denn wir haben ja was ganz anderes eigentlich vor. Das ist nur für meinen inneren Monk. Dass ich sagen kann, hey, wir haben wenigstens etwas geschafft. Da seht ihr, Proptosis mal im Einsatz. Ne? Wenn ich halt wirklich nah dran stehe, ist es halt ziemlich gut. Aber das musst du halt irgendwie auch koordinieren können. Gut, das haben wir geschafft. Und wir holen uns mehr Damage. Ja, es ist eh egal. Auch schon. Ich finde das dumm. Ich muss sagen, ich finde das echt dumm, dass das auf solchen Sachen hier liegt. Finde ich nicht gut. Need to be picked up for the collection page? Nee. Ja, ich finde das echt nicht cool. Finde ich... Total Schwachsinn. Ich verstehe nicht, was das soll. Aber naja. Vor allem, es macht ja ein Full Heart Damage, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Habe ich nie so verstanden.
In dem Fall sind übrigens meine Knockout-Drops gar nicht mal so gut. Denn eigentlich möchte ich den Dude ja nicht weghauen. Denn ich will ja nah dran sein. Okay, ich weiß nicht, wie häufig ich jetzt gleich noch getroffen werde, aber ich sehe jedenfalls nicht mehr, wen ich abschieße oder wen nicht. Ich hoffe, ich habe die alle weggeschlagen. Wäre ein echt lustiger Run für irgendwas gewesen. Naja, wird nicht das letzte Mal sein. Ich möchte ehrlicherweise auch nicht das Game crashen. Aber andersrum, ich kann mich auch nicht beherrschen und es sein lassen. Okay, nicht gesehen, das Bloat. Ich häng fest. Och, really? Come on. Ich sehe es einfach nicht mehr. Ich sehe nicht, durch was ich hier dämme. Ja gut, das habe ich gesehen. Ne, ich drücke nicht nochmal. So lustig es auch wäre, ich sehe nichts mehr. Wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo es für mich eher schädlich ist. Und ja, wir müssen zwar den Boss nicht mehr machen, das stimmt, aber wir müssen trotzdem noch hinkommen. Das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Der Weg, ich muss wirklich sagen, ich finde den Weg dahin nicht so leicht. Immaculate Conception. Gut. Angry Fly. Back we go. Mausoleum. Okay, das war schnell. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch ein paar Red Healths finden werden, damit wir ein paar Black Healths kriegen. Macht Sinn, ne? Mhm. Wie gesagt, es ist kein Selbstläufer. Ach, mehr Dings würde ich gar nicht einsammeln gehen, tatsächlich. Okay, wie soll ich denn da drankommen? Ach, ist das dämlich. Ja, ich weiß, ich bin, was ich machen sollte, aber das schaffe ich nicht. Ich meine, wenn ich es jetzt nicht schaffe, mein Gott, dann ist es halt so. Who cares? Seriously. Wäre halt unnötig, aber... Ah ja, kein Schlüssel, natürlich. Muss ich ihn wegnehmen. Dann scheiß halt auf den Item Room. Will ich gar nicht. Wenn ihr mir meint, keine Schlüssel geben zu müssen, dann behaltet sie. Okay. Zack. Wahrscheinlich wäre es am klügsten gewesen,
wenn ich mit Plazenta gewartet hätte, bis ich mich selbst vollgeheilt habe. Und dann hätte ich ihm das Ding gegeben. Ach ja, immer noch nicht, ne? Sonst hätte ich mir das jetzt holen können. Naja. Halb so wild. Wie gesagt, ich werde auch den Run dann beenden, wenn wir das Ding haben. Ist dann halt wieder mal was kürzer, ja. Aber wir können nicht sagen, wir haben nichts erreicht. Und es ist definitiv ein sehr lustiger Run. Mit dieser Batterie, die wir da gefunden haben, schon. Und jetzt kriege ich Schlüssel, ne? Shut up, Mac. Das ist straight out of Family Guy. Die Angry Fly. Ich habe vergessen, wodurch wir sie bekommen haben. Aber ist gar nicht so hilfreich. Wenn sie wenigstens halbwegs... Ah, wir hatten, glaube ich, in Caves 1 das Ding zurückgelassen. Ich hoffe es. Die zielt irgendwie nicht gut. So, jetzt kannst du es haben. Gibst mir was? Nö. Ich mag dich auch nicht mehr. Nö, das kriegst du auch nicht. Wenn du so asozial bist. Look at all this money. Und auf alle diese Gegner, die mich treffen. Ich finde den Weg zurück mit den falschen Items wirklich schwierig. Es gibt so viele Gegner, die echt viel Damage machen. Du bist ein Asozialer. Das wollte ich haben. Naja. Vielleicht in 5 Sekunden. Mal gucken, ob wir ein halbes Herz Gehalt kriegen. Und dann nicht. Wenn ich noch schneiden würde und nicht faul wäre, dann würde ich jetzt einfach warten. Aber nee, beim besten Willen nicht. Kein Bock. Ich hoffe einfach, dass wir unterwegs ein paar mitnehmen werden. Aber es könnte passieren, dass ich gar keine andere Wahl habe. Unwahrscheinlich. Ja, ja. Gut. Ich wollte ihn immer mal wieder haben. Das stimmt, jetzt habe ich ihn und genau jetzt brauche ich ihn nicht. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder 400 Jahre dauern, bis ich das wiederbekomme. Aber naja. Ich meine, hilft ja trotzdem jetzt, ne? Hilft uns ja trotzdem beim Erreichen des Ziels. Ist halt nur schade, wenn man bedenkt, dass es halt eine 1% Chance. Ey, so dumm. Ich sag, ich hasse diese Gegner hier. Aber es ist immer noch nicht so schlimm wie manch anderer Floor. Was wollte ich sagen? Ja. Es ist schön, diese 1% Chance zu treffen. Es ist weniger schön oder weniger befriedigend, wenn man sie trifft, nachdem man sie eigentlich nicht braucht. Und ja, ich weiß. Ich brauche sie natürlich schon. Ein Stück weit. Oh, habe ich das sehr gut gemacht. Ich dachte, ich würde Big Brain Play machen. Und ja, ich weiß, ich hätte die Dinger hier in die Luft jagen können. I know. Gibst du mir jetzt was? Ja, eine Pille. Die kannst du schön behalten. Kommt schon wieder früh genug, dass ich Pillen nehme und mich dann darüber ärgere, was ich da eigentlich getan habe. Ey, ich glaube, ohne Brimstone wäre ich hier echt aufgeschmissen gewesen. Immerhin einer, der auf die Entfernung hin noch Damage macht. Aber wir sind fast da. Dieses Baby, was da hängt, ne, an der Nabelschnur, ist gar nicht mal so schlecht. Es hilft gerade echt. Es kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, dass wir BFF haben. Dann hilft gefühlt nämlich alles. So, den irgendwie positionieren. Perfekt. Den kannst du behalten. Ja, ich meine, klar, ich könnte nochmal den Beastfight machen. Aber sag mal ehrlich, warum? Das ist auch nur Quatsch.
Dafür bin ich dann auch ein bisschen zu verschwenderisch mit dem ganzen Shit hier umgegangen. Auch wenn ich glaube und ziemlich davon überzeugt bin, dass ich es wieder schaffen würde, dadurch, dass wir ja noch Aufladungen bekommen bei dem Fight gegen... Ach, pff, noch ein Inkubus oder Succubus ist das, glaube ich, auch das noch. Ein Tier Quality 4 Follower. Ziemlich gut. Ha, ich überlege. Das spielt eigentlich keine Rolle. Was da die ganze Sache aber etwas schwieriger macht, ist natürlich, dass wir nah ran müssen. Aber hey. Deswegen waren wir hier. Lilith. Beziehungsweise Tainted Lilith. Und wir sind bei 30 Minuten. Jetzt versuche ich es auch noch zu beenden. Weil ich wüsste nicht, wie ich sonst einfach das Ganze beenden soll. Es ist ja auch mal schön, damit spielen zu können. Wohl wissend, dass es scheißegal ist, was jetzt noch passiert. Denn ich kann ja durchaus sterben. Völlig wurscht. So. Fuck. Wo ist er? Down he goes. Ja, ich weiß, dass ich vorher sagte, ich mache nicht nochmal den Kampf. Ich weiß. Aber ja, egal was passiert ist. Ich habe das, was ich wollte. Und selbst wenn ich verkacken werde, würde, sollte, hätte, wenn und aber, ist das auch völlig wurscht. Denn wir schalten nichts Neues frei, dadurch, dass wir das schon einmal geschafft haben. Boah, wir kriegen sogar zwei von denen. Boah, das ist schon echt gut. Das ist schon wirklich stark, was wir hier bekommen. Schöner Nachteil. Ah, ich kann euch gleich auch einen weiteren Nachteil von dem Dings zeigen. Fällt mir gerade ein. Von den K.O.-Tropfen. Gerade im Beastfight. Eigentlich nur im Beastfight. Ich meine, es deutet sich ja hier schon an, ne? Worauf ich anspiele. Ins Feuer geschmissen. Ich muss möglichst nah ran. Tschüss. Ja, es deutet sich an. Ihr werdet wissen, was jetzt passieren wird. Ja, denn wir können natürlich auch das Biest einfach aus dem Bildschirm hauen. Aber schaut mal, wie schnell wir Damage machen. Ist schon nicht schlecht. Ich bin übrigens zu langsam, wollte ich gerade sagen. Ich komme nicht weg. Ah, Isaac hat schon einen Banger-Soundtrack. Kann man nicht anders sagen.
Es ging schneller, als ich dachte. Wie gesagt, kein Unlock, trotzdem erfolgreicher Run, immerhin etwas. Und wir haben Tainted Lilith. Und Tainted Lilith fängt mit einem extrem interessanten Item bzw. Gimmick an. Nämlich Fetal Fury. Beim nächsten Mal, Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder morgen oder übermorgen. Oder heute. Ich weiß nicht. Irgendwann sehen wir uns bestimmt wieder. So indirekt.